In Folge 27 habe ich einen Spieler geholt, den ich jetzt in dieser Folge für 180 Millionen Euro verkaufe. Was mache ich jetzt mit dem ganzen Geld? Servus oder so. Aber jetzt schaut euch mal bitte an, gegen wen wir heute spielen. Manchester City im Champions League Achtelfinale. Das hat natürlich auch die Abstimmung gewonnen. Also supportet unbedingt rein mit einem Daumen. Und dann drücke ich auch schon zum ersten Mal auf Weiter. Aber beruhigen wir uns jetzt erstmal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bevor wir dann auf das vielleicht beste Team der Welt treffen. Liverpool hätte gerne Vidal. An Pedro Gonçalves bin ich aber nicht interessiert. Aber an so 280 Millionen, das wäre doch was, Kloppo. Er hat da nicht so Bock drauf. Von PSG hätten wir ja fast 255 Millionen für ihn bekommen. Mittlerweile ist sein Marktwert aber natürlich nochmal ein bisschen hochgegangen. Ach ja, und wo wir jetzt schon mal hier in der Teamzentrale sind. Es ging ja darum, ob wir jetzt schon Jens Schuster vom FC Bayern zurückholen. Aber tatsächlich anders als ich es erwartet hätte, hat die Mehrheit von euch erst für eine Rückholaktion am Ende der Saison gestimmt. Und dann kommt der sowieso zurück, weil es nur eine Einjahresleihe ist. Das heißt, er darf diese Saison noch fertig spielen, genauso wie Gintaut Zarinch. Aber auch den haben wir ganz besonders im Auge, weil er so vielseitig einsetzbar ist. Und man könnte den halt irgendwann einplanen anstelle von Bouchelab im offensiven Mittelfeld. Auch wenn ich das eigentlich überhaupt nicht will, weil Bouchelab halt von Beginn an schon dabei ist. Bekommen wir noch irgendein interessantes Angebot? Das ist ja die Frage. Denn wir befinden uns mitten in der Januar-Transferperiode. Graf ist gerade erst von der Leihe zurückgekehrt. Genauso wie Zarinch tatsächlich. Also das Angebot für Graf werde ich jetzt erstmal ablehnen, um ihn dann auf die Leihliste zu setzen. Aber bei Zarinch habe ich nicht erwartet, dass die Leihe jetzt schon vorbei ist. Okay, wir können ja mal schauen. Könnte man ihn zum offensiven Mittelfeldspieler umtrainieren? Jawohl, kann man. Dauert nur 2 Wochen. Und dann können wir ihn ja als zusätzlichen ZOM einplanen. Die Frage ist halt jetzt, verkaufe ich Nassim Bouchelab, ja oder nein? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, diese Saison spielt er einfach noch fertig hier. Weil ein Verkauf wird jetzt aktuell sowieso nicht so viel einbringen, als dass wir mit dem Geld dann noch mal irgendwas Ernsthaftes starten könnten. Hä, aber was ist das denn jetzt? Die Freigabesumme von Werner wurde bezahlt. 180 Millionen. Es ist der FC Sevilla. Die Frage ist halt jetzt, warum sollte Paul Werner zu Sevilla wechseln? Er ist der bisherige Topscorer bei uns in der Mannschaft. Hat eine 86, einen Marktwert von 97 Millionen. Aber die zahlen jetzt 180,5 für ihn. Er selbst meldet sich aber nicht bei uns und gibt uns irgendwie einen Hinweis darauf, ob er den Wechsel jetzt wirklich möchte oder nicht. Aber das ist halt so viel Kohle für einen Spieler, der in-game jetzt eigentlich nie so krass performt hat. Er spielt bis hierhin seine beste Saison für uns, das ist klar. Aber ich glaube, ich werde ihn ziehen lassen. Und damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass in dieser Episode noch so ein heftiger Transfer passiert. Also wahrscheinlich passiert er. Noch befinden die sich ja in den Verhandlungen, aber man hat es jetzt schon rechts oben gesehen und da ist auch die Cutscene. Ich verkaufe einfach Paul Werner. Aber dafür geben wir den Spielern ja Freigabesummen, das sagt ihr zumindest immer. Viele von euch wünschen sich, dass ich die dann auch einfach durchgehen lasse. Und in dem Fall tun wir das auch. Paul Werner verabschiedet sich. Und damit bekommen wir nochmal dickes, fettes Transferbudget. Und zwar, um genau zu sein, 159,5 Millionen. Damit haben wir 164 Millionen am Start. Wir könnten halt jetzt auch einfach keinen neuen Zehner holen und stattdessen auf Gintaut Zarinch setzen. Aber irgendwas muss ich mit dem Geld natürlich anfangen. Wir könnten halt Gomez endlich seinen Wechselwunsch erfüllen und uns dann mit der Kohle nochmal so ein richtig, richtig krassen Innenverteidiger kaufen. Oder wir machen einfach beides. Denn ich habe mal die Wunschliste einfach nach den besten Spielern sortiert. Und dementsprechend sieht man ja dann auch die Marktwerte. Und von euren Wünschen, da gibt es einfach keine so teuren Spieler, dass ich das ganze Geld ausgeben könnte. So ziemlich der Beste ist dann aber Xavi Simmons. Direkt nach Jamie Leveling, den man eh nicht zurückholen kann. Und Xavi Simmons ist scheinbar noch dazu richtig günstig zu haben gerade. Den bekommen wir wahrscheinlich für so 100 Millionen oder so. Und der ist ja dann eigentlich der perfekte Ersatz, weil der ist ein Zehner. Genau das, was wir jetzt theoretisch brauchen. Und dann können wir Gomez ja trotzdem ziehen lassen und uns einen neuen Innenverteidiger holen. Okay, 100 Millionen reichen nicht aus. Dann sind es halt 107, können wir uns auch leisten. Und das ist dann halt ein Spieler, den ihr euch gewünscht habt. Finde ich viel cooler, wie wenn ich jetzt einfach irgendeinen Spieler raussuchen muss, den ihr vielleicht am Ende gar nicht haben wollt. Wir spielen die Karriere ja immer noch so gut, wie es geht, gemeinsam. Vertragsdauer 5 Jahre, Freigabesumme lehne ich jetzt mal ab. Aber wir können ihm gerne nachträglich dann wieder eine geben. Und jetzt zum Gehalt. Das Krasse
ist es halt, dass er ausgerechnet von Manchester City kommt und wir damit unseren Champions League Gegner schwächen. Ich probiere es mal mit 200.000 Euro Gehalt. Was sagt Xabi Simmons dazu? Er sagt, let's go. Und damit haben wir einen neuen Zehner. Bye bye, Paul Wanner. Und herzlich willkommen, Xabi Simmons, der auch aktuell im Real Life in der Bundesliga überragend spielt. Ich denke, das ist auch der Grund, warum ihr, meine Scouts, den so im Blick habt. Der war ja auch schon mal ganz, ganz früh ein extrem gehyptes Talent. Ich glaube, in einer ganz alten Karriere irgendwann mal, in der Sprint to Glory, habe ich den schon mal gekauft, weil der durch eine Mod überhaupt erst ins Spiel reingekommen ist. Und jetzt hole ich ihn hier zu Bielefeld für einen ziemlichen Schnäppchenpreis. Es tut mir leid, Sarinch. Der wandert jetzt natürlich wieder nur auf die Bank. Bei Bujelab müssen wir halt schauen, was wir machen. Aber ich glaube, ich verkaufe jetzt wirklich Gomez. Der spielt ja sowieso ungefähr nie. Und dann holen wir uns noch irgendeinen Backup-Innenverteidiger. Aber dafür brauchen wir jetzt natürlich erstmal ein Angebot. Für Gomez noch haben wir keins. Stattdessen spielen wir in der Bundesliga gegen Heidenheim. Und da werde ich jetzt die Highlights zocken für die Abwechslung. Aber natürlich auch wegen ihm hier. Ein bisschen fett sieht er da gerade aus. Aber das ist nur in diesen Cutscenes so. Es ist das Debüt von Xabi Simmons bei Arminia Bielefeld gegen einen Gegner, den wir natürlich schlagen müssen. Da ist er zum ersten Mal am Ball. Xabi Simmons wählt die sichere Variante. Lesage spielt zu Kaiser. Jetzt Simmons. Komm, geh irgendwie durch, der junge Simmons. Fast mit dem 1:0. In der nächsten gefährlichen Szene sehen wir eine Ecke. Und wir sollten jetzt schön langsam mal das 1:0 schießen, weil sonst geht uns wahrscheinlich die Zeit aus. Hä, wie zur Hölle war das jetzt abseits? Das checke ich ja überhaupt nicht. Lesage dribbelt sich durch. Lesage spielt zurück. Simmons zu Heul und der braucht zu lange. Anstatt, dass er da einfach direkt passt, nimmt er den Ball nochmal an. Aber Heidenheim verteilt überragend, ne? Da kommst du überhaupt nicht durch. Komm jetzt vielleicht mit Rico Lewis. Rico Lewis braucht zu lange, um umzudrehen. Es geht 0:0 aus und das ist eine fette Enttäuschung. Das ist halt einfach ein Gegner, den müssen wir schlagen. Und so enteilt uns der FC Bayern mit 8 Punkten Vorsprung an der Spitze. Wir wollen doch den Meistertitel eigentlich unbedingt verteidigen. Aber es sieht nicht so aus, als würde uns das gelingen. Wir spielen einfach viel zu oft unentschieden. Leihangebot für Hugo Gomez. Ich meine, das könnten wir eigentlich auch mal ausprobieren. Ob er nicht Bock hat auf eine Laie und danach kommt er vielleicht glücklich wieder zurück. Sarinch wandle ich jetzt um zum ZOM, der bleibt bei einer 80. Und klar, wenn wir Gomez verkaufen, haben wir mehr Budget. Aber ich glaube, auch da geben die Innenverteidiger auf der Wunschliste sowieso nichts her für so viel Kohle. Der teuerste ist da, glaube ich, Hato mit 41,5. Genau so ist es. Also mal schauen, wer es dann am Ende wird. Und mal schauen, ob Gomez überhaupt Bock hat auf eine Laie. In der Liga treffen wir jetzt als nächstes auf Gladbach. Weil es ein Heimspiel ist, wird es schnell simuliert. Und das war wohl auch die richtige Entscheidung. Wir gewinnen mit 1:0. Keine Ahnung, ob ich das geschafft hätte. Also endlich mal wieder 3 Punkte. Bayern ist trotzdem immer noch 8 Punkte weg. Und Gomez wurde verliehen. Für 2 Jahre geht er zu Darmstadt. Die sind letzter bei uns in der Liga. Aber dann können wir ihn zumindest für die restliche Saison ganz genau überwachen. Und schauen, ob er da Spielzeit erhält. Jetzt gibt es auch nochmal die Cutscene. Aber es ist ja sowieso nur eine Laie. Also kein endgültiger Abschied. Ich spiele halt jetzt noch so ein bisschen auf Zeit. Weil wer weiß nicht, dass hier noch irgendjemand anderes verkauft. Und ob ich den Innenverteidiger jetzt hole oder erst ganz am Ende der Transferphase, macht keinen Unterschied. Union Berlin wäre jetzt sogar bereit, 50 Millionen für den Leo zu bezahlen. Ich lehne es trotzdem ab, weil ein neuer Innenverteidiger reicht. Wobei wir halt eigentlich eher einen Rechtsverteidiger gebrauchen könnten. Das fällt mir jetzt erst auf. Aber wir haben ja eigentlich 4 Innenverteidiger, weil wir ja Getruida umgeformt haben. Da kann natürlich auch immer noch Rechtsverteidiger spielen. Trotzdem fände ich es cool, wenn wir da noch einen Rechtsverteidiger auf der Bank hätten. Interessant, dass jetzt ausgerechnet Manchester City Zarinch haben will. Aber den geben wir ihm natürlich nicht. Stattdessen ist es jetzt soweit. Wir müssen schauen, was die Wunschliste so an Rechtsverteidigern hergibt. Frimpong gibt es da natürlich, aber der ist viel zu teuer. Wir haben so 50 Millionen ungefähr. Okay, der ist halt schon ziemlich alt. Bowie können wir nicht holen. Bar ist 32, können wir auch nicht kaufen. Hey, das ist ja crazy, ne? Die Rechtsverteidiger kannst du immer ungefähr alle nicht holen. Bis auf einen einzigen hier. Und das ist Milan van Ewijk. Der spielt auch bei Coventry City. Also der wird froh sein, wenn er jetzt zu Bielefeld wechseln darf. Also das ist zumindest mein Plan. 27 Millionen für ihn. Wäre ein fairer Preis. Gut, 29. Wir treffen uns in der Mitte bei 28. Super easy die Verhandlungen. So von den Stats her ist der auch ganz interessant. Mit 92 Tempo. Rolle Rotation. Jawohl, Junge. Mein Plan ist ja schon, ihn hier und da mal reinzuwerfen. Aber der verstärkt unsere Bank natürlich auch extrem. Das ist ja
ja schon noch so eine Schwachstelle teilweise, die wir jetzt so ein bisschen aufgebessert haben mit Van Ewijk, unserem neuen Rechtsverteidiger, von dem ich tatsächlich noch nie gehört habe. Aber in den Kommentaren wurde halt echt viel von euch gefordert. Von daher die zweite Neuverpflichtung in dieser Transferphase nach Xavi Simons. Kommt jetzt mit Milan Van Ewijk ein neuer RV. Ich habe natürlich auch gerade schon die Umformung eingestellt vom RAV zum RV. Das dauert nur 2 Wochen und wir haben richtig Glück, dass jetzt erst Angebote von Leverkusen und vor allem Real Madrid für Robert Spalodis reinkommen. Denn selbst wenn ich das jetzt annehmen würde, es geht sowieso nicht über die Bühne. Deshalb lehne ich es einfach direkt ab, weil Transfers brauchen immer mindestens 2 Stunden. Das ist zumindest bei Verkäufen und ihr seht, wir haben nur noch eine, weil jetzt ist die Transferphase einfach vorbei. Und damit müssen wir nicht mehr drüber nachdenken, ob wir jetzt bei Lodes abgeben oder nicht. Eigentlich kann ich ihn halt echt nicht abgeben, weil da muss ich irgendeinen Standard-Talent-Keeper holen. Aber so sieht unser Kader jetzt aus. Die Reservespieler und die Ersatzbank lässt sich halt wirklich sehen. Also wir haben fast nur noch 80-Plus-Spieler da drauf sitzen. Ja, und die erste Elf ist natürlich sowieso richtig, richtig krass. So krass, dass die jetzt RB Leipzig gleich auseinandernehmen müssen. Vorher aber St. Pauli möchte Graf kaufen. Ey, das ist so verrückt. Da ist ein Angebot von St. Pauli und drunter einfach eins von fucking Real Madrid. Wieso wollen die denn David Graf jetzt kaufen? Aber das muss ich zumindest mal verhandeln. Eigentlich will ich den nur ausleihen. Das ist ein aufregender Mann für die Zukunft. Aber wenn Real Madrid mir jetzt 4 Millionen für ihn gibt, dann lassen wir ihn halt ziehen. Die wollen nicht 4 Millionen geben. Dann sagen wir halt 3,5. 3,15. Ey, was ist denn los mit euch? Das ist halt so ein Scheißangebot eigentlich jetzt für ihn. Aber komm, ich werde es ausnahmsweise mal akzeptieren. Aber wirklich nur, weil es Real Madrid ist. Wobei man halt auch sagen muss, was zur Hölle will David Graf bei Real Madrid? Gut, andererseits versprechen die ihm vielleicht, dass er die zukünftige Nummer 1 ist. Und wir haben halt Robert Spalodis. An dem in der Zukunft vorbeizukommen, ist nahezu unmöglich. Komm, ich will in dieser Folge jetzt noch unbedingt so einen Sieg in den Highlights drin haben. Also im Highlight-Modus. Und was gibt es da für einen besseren Gegner als RB Leipzig, die ja schon so ein bisschen unser Erzrivale bis jetzt waren in dieser Karriere. Einfach weil wir so oft gegen die im Pokal rausgeflogen sind. Jetzt Lesage auf rechts im Rückraum steht. Schade, der spielt den zu Simons. Ich wollte eigentlich schon schießen, aber der Raum war nicht so wirklich da. Stattdessen wieder die Querpässe. Schade. Scheitert an Graf im Tor. Leipzig hatte ja auch einen sehr interessanten Spieler zwischen dem Pfosten. 62. Minute jetzt schon. Also es sieht wieder nicht so gut aus, was die 3 Punkte angeht. Andererseits brauchen wir ja einfach nur ein Tor. Heulund kommt da leider nicht dran. Der Ball wurde verloren. 82. Möglicherweise die letzte Chance. Hier doch noch irgendwie zu gewinnen, aber Leipzig bietet rein gar nichts an. Jetzt Luis über außen. Luis, da muss sich doch irgendjemand freilaufen in der Mitte. Und so spielen wir hier handballmäßig ewig lang um den 16er rum. Und ich darf den Ball halt auch auf gar keinen Fall verlieren. Luis, wieder niemand frei in der Mitte. Das gibt's doch nicht. Und dann ist die Kugel irgendwann weg. Es geht 0:0 aus. Ey, echt keine Ahnung, wie ich da ein Tor schießen soll. Ich versuche ja alles. Sogar die Tricks mit Grundlinie laufen und so weiter. Aber es hat auch bei uns in der Offensive kein Spieler Bock, ein Tor zu schießen. Es wird wohl eine Saison ohne Meisterschaft. Wobei Bayern scheinbar verloren hat. Genau, mit 3:1 zu Hause gegen Union Berlin. Also sind wir jetzt einen Punkt näher an die rangekommen. Der Abstand liegt nur noch bei 7 Punkten. Der Leo sagt, er muss öfter spielen. Und ich glaube, wir können ihn im Pokal jetzt mal ranlassen. Gegen den VfB Stuttgart. Im nächsten alles oder nichts Duell, wenn es schon mit der Liga möglicherweise nichts wird. Champions League wird auch sauschwer gegen Manchester City. Dann wollen wir mal zumindest zum allerersten Mal den DFB-Pokal gewinnen. Und das kann natürlich nur klappen, wenn wir jetzt den VfB Stuttgart auswärts schlagen. Und das mit Van Ewijk in der Startelf. Der leitet diesen Angriff ein. Es war leider abseits. Aber genau so kann es gehen. Lesage wartet auf Anning. Der kommt mit. Anning spielt ihn nach hinten. Das ist so ein Handballsimulator hier. Wir haben einfach gerade riesige Probleme, uns durch so tiefstehende Abwehrreihen durchzuspielen. Und Stuttgart spielt jetzt auch auf einmal mit. Aber vielleicht wird das ja zu deren Verhängnis. Vielleicht können wir sie jetzt auskontern mit Simons. Der verliert die Kugel. Also der ist auch noch nicht so richtig angekommen. Aber wir geben ihm mal ein bisschen Zeit. Jetzt gibt's 11 Meter. Bisschen kurz vor der Pause mit dem Foul. Ich glaube, es war auch eins.
Und jetzt muss Balodes mal wieder einen Elfmeter parieren. Der Penner chippt ihn einfach in die Mitte. Saito 1:0 für Stuttgart. Und spätestens jetzt müssen wir. Es geht jetzt aber erstmal in die Halbzeitpause. Das Problem ist auch, dass viele von unseren Spielern nicht 100% fit sind. Aber ihr seht's, ich habe jetzt Mazarinsch reingebracht. Vielleicht findet der ja eine Lösung. Jetzt erstmal Lesage. Lesage kommt noch zum Abschluss. Aber den hält der Keeper natürlich ganz entspannt. Schieße ich jetzt endlich das erste Tor des Tages. Bitte mach ihn, Heulund. Let's go. 1:1. Ich hoffe, der Bann ist jetzt einfach gebrochen für heute. Und dann schießen wir jetzt einfach noch ein zweites Tor mit Kevin Schade. Der zieht da rein, spielt zu Heulund. Wieder kurzes Eck. Dieses Mal ist er leider nicht drin. Was macht er denn da? Springt komplett rein. Nur den Ball trifft er leider nicht. Van Ewijk jetzt mal vorne dabei. Wartet auf den Laufweg. Sehr stark. Der muss jetzt rein. Heulund, 2:1, Spiel gedreht. Wir sind auf Kurs Halbfinale, müsste es sein. Und so weit waren wir, glaube ich, echt noch nie im DFB-Pokal in dieser kompletten Serie. In den ganzen 43 Folgen. Jetzt kann ich den Matchwinner Heulund auch unter anderem rausnehmen. Also gut, noch steht es nicht endgültig fest, dass er der Matchwinner wird. Das ist er natürlich nur, wenn wir das Spiel auch gewinnen. Es läuft die 85. Minute. Kevin Schade auf und davon. Kevin Schade hat das Auge für den Mitspieler Orioska. Und der dann wirklich mit der Entscheidung, wir werden ins Halbfinale einziehen. Aber wir haben es uns schon wieder denkbar schwierig gemacht. Kevin Schade jetzt nochmal dreht ab, legt ihn rüber. Zarinsch darf auch noch. Der hat sogar einfach die Trikotnummer 10 bei uns. Am Ende sieht es jetzt so aus, als wäre es extrem entspannter, extrem souveräner Sieg gewesen. Aber die Realität ist, nach der ersten Halbzeit hatte ich so dermaßen Angst, dass wir schon wieder rausfliegen. Und damit stehen wir zusammen mit Freiburg, Köln und Leverkusen im Halbfinale. Also der erste und der zweite Bayern und Dortmund sind beide schon rausgeflogen in dem Wettbewerb. Das heißt, die Chancen stehen echt erstaunlich gut, da möglicherweise irgendwie den Titel zu holen. Leverkusen könnte halt noch krass sein, auch wenn die in der Bundesliga nicht so performen. David Graf wechselt zu Real Madrid. Für Bissek würden wir jetzt 92,7 Millionen bekommen, aber das lohnt sich nicht. Da bekommen wir dann am Ende irgendwie 70 Millionen Transferbudget, dann bekommen wir wieder keinen besseren Spieler ran. Und wenn, dann ist das eher ein Thema für die nächste Saison. Heinz von Heiden Arena gegen Hannover. Ja komm, rein in die Highlights. Mit Bujelab in der Startelf. Im zentralen Mittelfeld für Lesage, der braucht mal eine Pause. Ich möchte jetzt mal einfach unbedingt einen Treffer von Xavi Simmons sehen. Ich versuch's mal mit so einem Distanzschuss, aber der schaltet einfach weg. Also wahrscheinlich wäre der nicht reingegangen. Aber trotzdem finde ich, dass man mir das dann schon einfach zeigen kann, wenn es kein Tor wird. Da ist die Lücke, da ist Heulund, schwacher Rechter. Wird noch abgeblockt. Es läuft halt hier aufs nächste 0:0 hinaus. Also der Highlight-Modus ist heute wirklich nicht mein Freund. Jetzt eine überragende Balleroberung von Xavi Simmons. Den muss er reinschießen. Den muss er verwandeln. Was ist das denn hier? Das kann nicht euer Ernst sein. Als ob er den vorbeigeschossen hätte. Und da stand schon wieder irgendwas von wegen abseits. Der Abschluss war doch perfekt. Der wäre safe reingegangen. Schaut euch das an. Hey, als ob der nicht ins Tor reingeht. EA klaut uns einfach den Sieg. Und noch dazu das Tor von Xavi Simmons. Das kannst du echt keinem erzählen. Das ist halt komplette Verarsche. Und ihr könnt jetzt auch nicht irgendwie das Spiel verteidigen und schreiben, ja, der stand bestimmt im Abseits. Das war eine Balleroberung von ihm. Da hatte kein anderer Spieler von uns den Ball davor. Das ist so lächerlich, ne? Und deshalb gewinnen wir jetzt nicht gegen Hannover. Einfach nur unfassbar sowas. Von Ewig bedankt, dass er spielen darf. Xavi Simmons steht jetzt natürlich immer noch ohne Tor da, obwohl er eigentlich ein ganz wichtiges erzielt hätte. Aber EA sagt nö. Ich probiere es jetzt gegen Frankfurt trotzdem nochmal. Mann, EA, bitte, der Highlight-Modus ist so cool. Aber man muss solche Fehler halt vielleicht auch einfach mal fixen und nicht einfach nur komplett drauf scheißen und das einfach alles so verbuggt lassen. Überzahlsituation, Heulund geht ab. Heulund, passt den rein. Aber ein Frankfurter ist dazwischen mit der Grätsche. Noch eine Kontersituation. Kevin Schade, komm Junge, den musst du jetzt reinschießen. Kevin Schade! Und dieses Mal, yay, könnt ihr mir keinen Strich durch die Rechnung machen. Wir gehen in Führung, jetzt ein Freistoß. Schade, dass Neves nicht auf dem Feld ist. Ansonsten hat Lesage tatsächlich den besten Freistoßwert. Ich versuch's mal mit so einem Lupfer. Lesage, der kommt nicht schlecht. Aber ich muss die Freistöße mehr aufladen. Den führen wir jetzt natürlich kurz aus. Da ist die Lücke für Xavi Simmons. Ein bisschen zu hastig. Ich war mir auch nicht sicher, ob es nicht doch vielleicht abseits ist. Was ist das denn für ein Kackpass? Zum Glück reicht das eine Tor am Ende. Endlich mal wieder
3 Punkte über den Highlight-Modus. Aber viele Tore fallen halt nicht. Wir bleiben dran am FC Bayern. 6 Punkte sind es gerade, aber die haben ein Spiel weniger. Es bleiben 6 Punkte. Okay, das ist super machbar. Wir müssen natürlich Hoffenheim schlagen. Die haben gar nicht so viel weniger Punkte als wir. 36 Spieler, also auch eine richtig, richtig gute Saison. Verlieren trotzdem gegen uns, dank einem Treffer von Heulund. Und schon langsam muss der FC Bayern aufpassen. Wobei die jetzt natürlich wieder gewonnen haben. 6 Punkte ist schon immer noch ein ordentliches Polster. Dortmund ist noch ein Stückchen näher dran als wir. Und jetzt ist es soweit. Wir spielen gegen Manchester City in der Champions League. Ich dachte eigentlich, dass wir das Spiel heute noch zocken können. Beziehungsweise zumindest mal das Hinspiel simulieren. Das ist jetzt mein Plan. Hinspiel schnell simulieren, Rückspiel selbst zocken dann. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Wir werden das dann aber erst in der nächsten Folge angehen. Einfach weil wir durch den Paul Wanner-Verkauf noch so lange gebraucht haben. Die ganzen anderen Partien gibt es auch noch in der Abstimmung mit drin. Unter anderem auch Halbfinale gegen Freiburg im DFB-Pokal. Danke fürs Zuschauen, Support gerne rein. Und wenn ihr den Spielstand selbst weiterspielen wollt, dann werdet gerne Mitglied. Dann könnt ihr euch den am PC reinladen. Bis zum nächsten Mal, euer Freddy. Das war jetzt tatsächlich höchstwahrscheinlich das letzte Video mit diesem Hintergrund hier. Der wird beim nächsten Mal komplett anders aussehen. Also klar, die Trikots werden hoffentlich immer noch irgendwo sein. Aber ansonsten ändert sich einiges. Ich will nicht zu viel verraten. Einfach bei der nächsten Folge einschalten. Hier ist die letzte und hier noch ein anderes Video. Gerne draufklicken, dann geht's direkt weiter.